Hallo, liebe Zuschauer. Da sind wir wieder mit unserer Interviewreihe zu Themen, die ihr euch von uns gewünscht habt. Ich bin Julia Neugebauer vom Jugendtreff You in Östringen und auf unserer Couch sitzt heute ein lieber Kollege von mir, nämlich Christian Krämer. Und er wird heute eure Fragen zum Thema Mobbing beantworten. Hallo Julia, hallo alle zusammen. Schön, dass ich bei euch sein darf im aktuell leeren Jugendtreff You. Ich hoffe, er ist bald wieder geöffnet. Ja, so können wir auf jeden Fall auch auf Entfernung mit unseren Jugendlichen Kontakt haben. Und bevor wir mit den Fragen beginnen, würde ich dich doch kurz bitten, dich einmal genauer vorzustellen. Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Christian Krämer, ich bin Schulsozialarbeiter in Östringen am Gymnasium und an der Realschule und wie die Julia auch schon seit vielen Jahren für den Caritasverband Bruchsal tätig. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, was Mobbing eigentlich ist und ab wann man von Mobbing spricht. Genau, wir müssen erstmal die grundsätzlichen Fragen klären, bevor es richtig weitergeht. Also Mobbing, das Wort kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie anpöbeln. Man kann es aber auch ganz einfach übersetzen mit fertig machen. Mobbing hat vier Kennzeichen. Und die vier Kennzeichen, an denen ihr Mobbing erkennen könnt, habe ich euch heute mitgebracht. Das erste Kennzeichen ist, Mobbing ist kein Streit. Es besteht nämlich überhaupt kein Interesse daran, dass man sich wieder verträgt. Zumindest nicht von Seiten des Mobbers. Erstes Kennzeichen. Kein Interesse an Schlichtung. Das nächste Kennzeichen. Mobbing dauert oft sehr lange. Über mehrere Wochen, über Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Das nächste Kennzeichen ist die Häufigkeit. Mobbing passiert mehrmals die Woche, vielleicht sogar jeden Tag. Das vierte Kennzeichen. Eine Mobbing-Situation ist immer ein Ungleichgewicht, wie man hier sehr schön erkennen kann. Es gibt eine gemobbte Person und einige Mobber und deren Mitläufer. Und ihr seht vielleicht schon selber, da könnt ihr euch ganz schwer wieder alleine von befreien, aus diesem Ungleichgewicht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Nicht jeder Streit ist gleich Mobbing. Jetzt komme ich zu unserer ersten Frage, die gestellt wurde. Was bringt Mobbing? Was bringt Mobbing? Gute Frage. Aber vielleicht formuliere ich es ein bisschen um. Warum gibt es überhaupt Mobbing? Was sind Gründe für Mobbing? Mobbing kann ganz verschiedene Gründe haben. Der einfachste Grund, warum ich jemanden mobbe, ist vielleicht Langeweile. Nicht gerade nett, aber ist so. Ich habe Langeweile, ich probiere aus, was kann ich machen, was geht. Dann fange ich an zu sticheln, zu ärgern. Dann geht es noch weiter. Wer mobbt, will eigentlich cool sein und stark sein. Der will sich was beweisen, der will besser sein, der braucht Anerkennung. Also Mobbing kann einem Anerkennung bringen. Aber dem Mobbingopfer bringt es natürlich meistens sehr viel Leid. Warum gibt es noch Mobbing? Einige Mobber waren früher selber Mobbingopfer und die tun dann im Moment ganz viel dafür, dass sie nie mehr selber Opfer werden. Und dann versuchen sie den Spieß umzudrehen und fangen lieber selber an zu mobben. Sehr viele verschiedene Gründe. Dann gibt es noch Mitläufer, die dem Mobber helfen. Sie würden alleine wahrscheinlich nie anfangen zu mobben, aber wenn sie einen Anführer haben, sind sie dabei. Vielleicht kennt ihr auch so jemanden. Also es gibt wohl ganz verschiedene Gründe zu mobben. Ganz genau so ist es. Im Endeffekt geht es den Mobbern darum, dass sie sich auf Kosten ihrer Opfer stark fühlen wollen. Aber ich glaube, genau das ist eigentlich ein Zeichen von großer Schwäche. Und wenn jemand früher selber Mobbingopfer war und jetzt zum Mobber wird, finde ich es nochmal viel trauriger, weil diejenigen wissen eigentlich, wie man sich fühlt. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche Folgen oder Auswirkungen kann Mobbing auf die Personen haben?
Eine sehr wichtige und gute Frage, wie natürlich alle eure Fragen zum Thema Mobbing. Ihr seht, in der Zwischenzeit haben wir die 4 Kennzeichen aufgehängt von Mobbing. Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück, auf das eine oder andere Kennzeichen. Ja, die Folgen von Mobbing für den Einzelnen. Ich bin seit 12 Jahren Schulsozialarbeiter, ich glaube sogar schon seit 14 Jahren. Ich habe schon an vielen verschiedenen Schulen gearbeitet und habe sehr, sehr viele Schüler kennengelernt. Und ich habe auch einige Mobbing-Opfer kennengelernt. Den Mobbing-Opfern, denen geht es eigentlich ziemlich schlecht durch die Bank, kann man das sagen. Die sind verunsichert, die machen sich Vorwürfe, sie denken, sie hätten was falsch gemacht. Aber das muss man ganz klar sagen, sie haben nichts falsch gemacht. Wenn du jetzt selber denkst, oh, ich werde gerade gemobbt, kann ich dir sagen, nein, es hat nichts mit dir zu tun, du kannst nichts dafür. Ja, was macht das? Was habe ich erlebt in der letzten Zeit? Ich habe erlebt, dass zum Beispiel einige Schüler sehr aufgeregt waren, Bauchweh entwickelt haben, Kopfschmerzen entwickelt haben, nicht mehr in die Schule gehen wollten und auf einmal Schulschwänzer waren. Aber sie sind aus dem Grund nicht mehr gekommen, weil sie Angst hatten vor der Schule und vor der sehr unangenehmen Situation dort. Wenn die Sache noch weitergeht, kann es natürlich auch zu Depressionen kommen, zu ja, einfach einer psychischen Krankheit. Gut, die nächste Frage ist daher eine sehr wichtige Frage. Was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde? Was gibt es da für Möglichkeiten? Zuerst mal rate ich ganz dringend davon ab, sich mit den gleichen Mitteln zu wehren, die der Mobber benutzt oder die Mobberin. Es gibt auch viele Mädchen, die mobben. Also da gibt es keine Ausnahmen. Jungs mobben, Mädchen mobben. Was kann man tun? Nicht die gleichen Mittel verwenden, denn das kann nach hinten losgehen. Besonders wenn der Mobber oder die Mobberin viele Mitläufer hat, die dann alle behaupten, ja, der hat recht. Und nachher steht dann das Opfer als eigentlich die schuldige Person da. Das kann eigentlich nicht sein. Aber was soll man denn dann tun? Das Wichtigste ist, rede mit jemandem darüber, wie es dir gerade geht. Denn das, was der Mobber macht, ist verboten. Beleidigen ist verboten. Etwas kaputt machen ist verboten. Jemanden ärgern ist verboten. Dinge wegnehmen ist verboten. Und körperliche Gewalt ist auch verboten. Und an wen sollte man sich da nun genau wenden? Da gibt es zum Glück verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, dass wir gleich die Kameraperspektive ändern und mal einen Blick auf den Billardtisch werfen. Da bereiten wir jetzt was vor. Ja, an wen sollte man sich genau wenden? Das ist eine gute Frage. Und jetzt wollen wir kein Billard spielen, sondern wir stellen uns jetzt mal vor, die Billardkugeln wären Personen. Und hier in diesem gelben Seil, das wäre zum Beispiel eine Klassengemeinschaft. Und da gibt es viele verschiedene Mitglieder in der Klasse, aller Farben. Und hier haben wir vielleicht ein Mobbingopfer, die schwarze 8. Dann haben wir hier vielleicht, ja, das sieht aus, als wären es zwei Mobber. Und hier haben wir noch ein paar Mitläufer, die ärgern auch ganz gern, sticheln und unterstützen die zwei Mobber sehr. Und hier in dem Bereich haben wir ganz viele Klassenkameraden, die eigentlich genau wissen, was abgeht, die Situation durchschauen können. Aber wir haben noch außenrum verschiedene weitere Personen. Wir dürfen hier niemanden vergessen. Die schwarze 8, das Mobbingopfer, ist nicht alleine. Von diesen Schülerinnen und Schülern sind bestimmt sehr viele dabei, die das eigentlich gar nicht gut finden, was da abgeht. Vielleicht können wir die als Unterstützer gewinnen. Aber wen gibt's noch? Wir haben vielleicht unsere Eltern durch die Kugel repräsentiert. Oder wir haben Geschwister, Verwandte. Wir haben Freunde, die müssen ja nicht in der Klasse sein. Wir haben Lehrerinnen, Lehrer, wir haben Schulsozialarbeit, vielleicht hier Schulsozialarbeit. Wir haben eine Beratungsstelle, wir haben kostenlose Beratungstelefonnummern.
Oder wir haben die psychologische Beratungsstelle. Wir haben Online-Beratung. Man kann chatten und sich beraten lassen. Der erste Schritt ist auf jeden Fall darüber reden. So, wir haben eine ganz wichtige Person vergessen. Nämlich die Person hinter der Kamera. Wendet euch an die Julia, wendet euch an ihre Kolleginnen und Kollegen, an die Leute im Jugendtreff. Die sind auch für euch da und die sind auch da, wenn die Schule mal geschlossen hat. Gut, dann kommen wir zur vierten Frage. Was kann ich tun, wenn ich mitbekomme, dass andere gemobbt werden? Okay, es kommt natürlich ganz darauf an, wer du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel der Freund vom Mobber bist, reagierst du anders, als wenn du ein Klassenkamerad vom Mobber bist, den du eigentlich gar nicht so gern magst. Als Freund vom Mobber würde ich sagen, du hast wahrscheinlich ein bisschen schlechtes Gewissen und möchtest es eigentlich nicht und sagst dem, hey, hör auf damit, du willst doch cool sein, cooler bist du, wenn du nicht mobbst. Helf dem Mobbing-Opfer. Okay, jetzt gibt es aber auch natürlich Klassenkameraden, die sich nicht so gut verstehen mit dem Mobber. Und die haben ein großes Problem, die haben nämlich Sorge, dass sie selber Mobbing-Opfer werden. Aber eigentlich wollen sie helfen. Wir haben ja ein ganz wichtiges Prinzip, Eigenschutz. Das sagt ja auch die Feuerwehr und die Polizei. Der Eigenschutz geht immer vor. Also du brauchst dich nicht in Gefahr bringen, aber du kannst trotzdem was machen. Du kannst zum Beispiel nach der Schule mit dem Mobbing-Opfer Kontakt aufnehmen. Red mit ihm, frag ihn, wie es geht. Du musst ihm keine Freundschaft anbieten, aber du kannst trotzdem was machen. Du kannst zuhören, du kannst da sein. Dann fühlt sich das Opfer schon mal viel besser. Was du auch machen kannst, du kannst selber dich beraten lassen. Du kannst selber zur Schulleitung gehen, zur Schulsozialarbeit gehen oder bei einer Online-Beratung mitmachen. Auf jeden Fall hast du da jede Menge Möglichkeiten. Genau, wir sind natürlich auch immer für euch da und ihr könnt auch zu uns kommen, zu meiner Kollegin Deborah oder zu mir. Wir sind da gern für euch da. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Kann man Mobbing im Vorfeld verhindern? Schwierig, schwierig, schwierig. Das probieren wir schon seit Jahrzehnten. Mobbing gibt es ja auch unter Erwachsenen. Also es hört wahrscheinlich nicht auf. An der Schule versuchen wir durch verschiedene Maßnahmen Mobbing zu verhindern. Zum Beispiel gehe ich in Schulklassen, in die 5. und 6. Klassen. Wir sprechen über Mobbing, bevor es passiert. Damit jedem klar ist, was ist Mobbing, woran erkenne ich das, unsere vier Kennzeichen. Was kann ich machen, wo kann ich hingehen? Ich mache den Mund auf und als Mobbingopfer kann ich eigentlich nichts dafür. Ja, kann man was im Vorfeld machen? Die Leute vorbereiten auf das Mobbing-System, hinweisen, wie es funktioniert und dafür sorgen, dass wir uns alle ein bisschen netter miteinander verhalten und freundlich zueinander sind. Die Klassenlehrerin zum Beispiel, die probieren eine tolle Klassengemeinschaft zu machen oder wir machen mal gemeinsam einen Ausflug. Wir sind füreinander da. Und ja, eigentlich kann ich so abschließend sagen, jeder muss was dafür tun, dann klappt's. Eine Idee habe ich noch. Zusammen können wir etwas tun gegen dieses Ungleichgewicht. Na, das sind doch schöne Schlussworte. Und es ist auch gut zu wissen, dass jeder was gegen Mobbing tun kann. Vielen Dank an dich, Christian, und macht es gut, bis bald. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns. Bis bald, tschüss. Wir sehen uns, tschüss.